Hey Leute, habt ihr schon die neue Bravo-Lotto-Werbung gesehen? Wenn ja, wie oft wird ihr euch so angezeigt? Und wenn nein, hier ein kurzer Ausschnitt. Seit 4 Monaten hast du die Miete nicht bezahlt. Ist doch hier schließlich kein Wohltätigkeitsverein. Ja. Ich weiß. Aber von vorn. Bravo Lotto ist ein Gewinnspielanbieter, der via einer werbefinanzierten App laut eigener Aussage die richtig großen Jackpots ausschüttet und mit trashigen B-Movie-Werbung auch hier auf YouTube auf sich aufmerksam macht. Und ja, die Werbung läuft auch im kindersicheren YouTube Kids. Holt euch einen Snack und was zu trinken, denn heute gibt's ein extra langes Video zu Bravo Lotto! Bitte! Es ist schon schwer genug, allen Verpflichtungen nachzukommen, die Miete zu zahlen und dann noch alle weiteren Ausgaben. Das klingt wie ein YouTuber, der sein Patreon rechtfertigt. Wir haben so viele Schulden. Bitte geben Sie uns nicht einen weiteren Zettel. Und wir haben noch ein Kind. Das macht das Ganze noch schwieriger. Ich weiß, ich sage das oft, aber das sind jetzt wirklich die allerbesten Schauspieler der Welt. Shit, ist nicht mein Problem. So ist eben das Gesetz. Haben die da wirklich einen Mann vom Ordnungsamt überredet, kurz in der Werbung mitzuspielen? Realität und Fiktion verschwimmen. Und wenn sie nicht genug Geld haben, dann müssen sie sich einen anderen Job suchen. Und wenn man zu wenig Geld für ein Kind hat, dann macht man kein Kind. 23 Sekunden hat es gedauert, bis ich nicht mehr weiß, ob ich Berlin Tag und Nacht schaue oder eine Bravo-Lotto-Werbung. Der Typ ist so schlau, der hat bestimmt einen Master in BWL. Dann wird der Typ zum Super Saiyajin. Das gibt ihm nicht das Recht zu, mit uns zu sprechen. Und dann ist sie so sauer, dass sie ihm ihr altes Auto schenkt und sich einen Porsche kauft. Sie können unser Ratenmobil behalten, ja? Hier, es passt zu Ihnen. Und ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Warum steht ein Eierkarton hinter der Windschutzscheibe? Ich weiß es nicht. Was die Gehaltserhöhung betrifft, über die wir vor einigen Wochen gesprochen haben, hätten Sie Zeit, darüber zu sprechen? Alter, wir sind wieder beim Ordnungsamt. Offenbar kümmert sich Captain Haddock jetzt ab sofort um die wirklich wichtigen Dinge vom Office aus. Schau, Lucy, du gibst einfach nicht alles. Deine Leistung ist katastrophal. Wie soll ich dir deine Gehaltserhöhung geben? Was soll das heißen? Ich gebe nicht alles. Was soll das heißen, dass deine Leistung katastrophal ist? Mann, Lucy, du bist eine emanzipierte junge Frau, aber du bist offenbar so dumm, dass du dir nur einen Halbsatz merken kannst. Was ist schlimmer? Dass du angeblich nicht alles gibst oder dass du eine Katastrophe bist? Oh Chef, Sie können schon sagen, dass ich scheiße bin, aber ich gebe immer alles. Ich habe 3-mal mehr Umsatz geliefert als Jeremy. Und verdiene buchstäblich die Hälfte. Sie hat 3-mal mehr Umsatz geliefert und kann auch schon den Satz des Pythagoras ohne Spicken vorsagen. Ja, damit kann sie vermutlich auch 3-mal so viel wie Captain Ordnungsamt, der augenscheinlich seine Leute nach Würfelglück bezahlt. Also ich bin ihre beste Mitarbeiterin. Jeremy ist ja auch ein Mann. Was? Was? Wieso sind diese Clips immer so low-key sozialkritisch? Die Leute von Bravo Lotto können kein Set beleuchten, Satz gerade aussagen oder eine Kamera scharf stellen, aber sich dann eine moraltragische Geschichte aus den Fingern saugen. Wie geht das? Ich will damit nur sagen, dass Jeremy nicht 3-mal pro Monat fehlt, weil er seine Tage hat. Kurzer Tipp an die Frauen, wenn jemand mal sowas zu euch sagen sollte, dann antwortet einfach damit, dass er vermutlich auch öfter zu Prostata-Untersuchungen geht als ihr und dann haut ihm eine in die Eier. Ich habe gerade 500.000 bei Bravo Lotto gewonnen. 500.000? Bravo Lotto, was ist das denn? Bravo Lotto ist eine super coole App, bei der man Tabellen ausfüllt. Bravo Lotto, die super coole App, bei der man Tabellen ausfüllt. Ich kannte das damals ja noch als Excel. Das Coolste ist, dass es kostenlos ist. Das Coolste ist, es ist, dass es kostenlos ist. Sag mal, Leute, das ist wirklich nichts Persönliches. Ich verspreche mich bei jedem zweiten Satz, wenn wir was drehen, aber wisst ihr was? Dann drehen wir die Szene halt neu. Als ob die Cash für die Werbung haben, aber die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch und nicht merken, dass dein Satz nur in Bruchteilen ausgekackt wird. Ich dich und deine Gehaltserhöhung. Die können ja sogar Dinge rauspiepen, also warum können die nicht den Satz neu schneiden? Hier, das sind 5 Sekunden Arbeit. Sieht nicht schön aus, aber funktioniert. Das Coolste ist, dass es kostenlos ist. Und dann bezahl sie. Aber ich bin total blank. Ach, schau einer an. Captain Ordnungsamt setzt jetzt die Segel Richtung Wohnung seiner Mieter. Falls ihr es vergessen habt, das sind die besten Schauspieler der Welt. Oh, Herr Meier, wie sind Sie hier reingekommen? Oh, Sie haben einen Hockeyschläger. Ich bin der Vermieter dieser bescheuerten Wohnung. Glaubst du etwa, ich habe keinen Schlüssel dafür? Hast du meine Kohle? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass Herr Meier jetzt gleich mit dir Hockey spielen will. Seit 4 Monaten hast du die Miete nicht bezahlt. Ist doch hier schließlich kein Wohltätigkeitsverein. Ja. Was ist los? Ich habe gerade 1 Million Euro bei Bravo Lotto gewonnen. Bravo Lotto? Was ist denn das? Ich dachte, die wollen eine Runde den Puck übers Eis prügeln und jetzt auf einmal sind die wieder Freunde und sitzen nebeneinander? Herr Meier, wie viel verkaufen Sie mir diese Wohnung? Das müsste ich mal überlegen. Passt Ihnen 500.000? Sie ist gerade mal die Hälfte wert. 500.000 sind perfekt. Gut, dann besiegeln wir das morgen bei einem Notar. Ja, klar. Gut, und jetzt verschwinden Sie aus meiner Wohnung, bevor ich die Bullen rufe. Ja, ja, Entschuldigung. Ich bin schon weg. What the fuck?
Wieso verkauft er die Wohnung? Wieso kauft er die Wohnung? Wieso sind alle dumm? Und nach den AGB von Bravo Lotto wird der Gewinn je nach Summe und Spiel über mehrere Monate ausgezahlt. Es kann also bis zu 2 Jahre dauern, bis er das gesamte Geld auf dem Konto hat. Und sie ist einfach 10 von 10 useless und versteht die Gesamtsituation noch weniger als ich. Ich hau dir die Fresse ein. Oh, ich habe gewonnen. Ich kaufe dein Haus. Okay, Kuss. Die zwei stehen am Wasser und er spricht sie an. Von da drüben gesehen und wollte mal fragen, ob du vielleicht Lust auf einen Kaffee hast oder so. Nein, danke. Okay. Wieso? Ich gehe nur mit Typen, die 1,90 groß sind. Das ist ein eigenartiges Beuteschema. Was macht sie, wenn jemand nur 1,89 Meter groß ist? Außerdem habe ich einen Freund, den ich nie betrügen würde. Sorry. Dann, oh welch Wunder, gewinnt er bei Microsoft Excel, der App, bei der man Tabellen auswählen kann. Und sie so? Wenn du Lust hast, wir können was trinken gehen. Ein Freund, den ich niemals betrügen werde. Weißt du, mit so Mädels, die nur an mein Geld wollen, mit denen gehe ich nicht aus. Mach's gut, ne? Viel Glück. Die Werbung gibt's auch nochmal in noch schlechter beleuchtet, Rollen vertauscht. Dabei hat der Anbieter MarketLuck mit über 1 Million Downloads im Play Store offenbar einen Hit gelandet. Denn die Bewertungen sind super. 4,9 Sterne im App Store und 4,8 Sterne durchschnittlich im Play Store bei tausenden Bewertungen sollten eigentlich für sich sprechen. Die etlichen positiven Bewertungen lesen sich teilweise fast so, als kämen sie aus derselben Feder wie die Skripte für die Werbungen. Sehr gut, habe 1 Million Euro gewonnen und bin ein Kind. Ich hab 2K gewonnen. Leute, das Spiel ist wirklich kein Fake. Ich hab vor kurzem 1000 Euro gewonnen. Ich hab schon 25.000 Euro gewonnen über eine krasse App. Sie machen mehrere Ziehungen am Tag. Ich habe gerade einfach gewonnen. War überrascht, wie einfach das geht. Das Spiel ist schön. Ich finde Bravo Lotto einfach nur toll. Nämlich, es macht Spaß, die Tabellen auszufüllen. Und man kann noch Geld dazu gewinnen. Ach ja, es ist komplett kostenlos. Man bekommt auch kein Virus oder so. Das finde ich einfach nur toll. Ich hatte 4 Richtige und was bekommt man? Leider nix. 5 von 5 Sternen. Bewertungen im Internet sind offenbar absolut nutzlos, um zu sehen, ob irgendwas funktioniert oder nicht. So objektiv wie möglich kann ich auch niemanden nachvollziehen, der sagt, es handele sich hierbei um ein gutes Spiel. Denn etwas anderes als Zahlen und Symbole zu markieren, macht man hier nicht. Es ist also etwa so spannend wie alleine Bingo spielen oder eben einen Lottoschein auszufüllen. Bei den angezeigten Gewinnern finde ich tatsächlich ausschließlich Accounts aus Frankreich. Das ist interessant. Um den werten Kollegen von Bravo Lotto aber zu ihrem verdienten Erfolg zu gratulieren, habe ich natürlich direkt ihre Telefonnummer und Adresse für den Kuchen gesucht und nicht gefunden. Auf der Website gibt es nämlich kein Impressum, auch nicht auf dem deutschen One-Pager. Der Kontaktbutton schiebt einen aufs Ende der Seite, wo man Bravo Lotto auf YouTube, Facebook oder Instagram besuchen kann. Wir lieben Freunde! Aha. Über den Reiter Reglement, zu Deutsch den Vorschriften, wird man dann vom offiziellen YouTube-Account auf einen französischen Supermarkt verlinkt. Warum? Ich habe keine Ahnung. Die Kette Giphy wirbt zwar in den Märkten und auf Social Media mit Bravo Lotto, ein Reglement findet man aber auch nicht über die von Giphy bereitgestellten Links. Und spätestens jetzt riecht es hier hart nach Fischmarkt. Dass es europaweit keine Impressumspflicht gibt, ist schon ein bisschen fragwürdig, aber bei einem Gewinnspiel keinerlei Teilnahmebedingungen, das ist illegal. Wenn man dann aber mehr Informationen wie Adressen und Co. von Bravo Lotto respektive MarketLuck erfahren möchte, dann muss man sich schon etwas mehr Mühe geben. Über den beim Play Store hinterlegten Link zur Datenschutzerklärung kommt man dann aber zu einem Dokument auf der Bravo Lotto Website, das aussieht wie aus dem Jahre 1982. Das ist halt einfach HTML Grundkurs erste Stunde. Hier wird beschrieben, wofür der Betreiber MarketLuck personenbezogene Daten sammelt und wie damit umgegangen wird. Jeder, der was im Netz vertreibt, braucht so eine Policy. This privacy statement applies to persons anywhere in the world who use our apps or users. Or what? Diese Datenschutzerklärung trifft auf alle Personen dieser Welt zu, die unsere Apps benutzen oder Benutzer. Da hat einfach jemand vergessen, den Rest von der Vorlage zu kopieren. Also wirklich, ne, da fehlt was im Standardtext. Ein dazu gedichteter Absatz ganz am Anfang besagt, dass MarketLuck jederzeit diese Seite updaten kann und sich dann das hier beschriebene Statement ändert und man dazu ermutigt wird, hier ab und zu mal reinzuschauen, um abzusichern, dass man damit noch happy ist. MarketLuck may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you're happy with any changes. Was? Erstens, sowas schreibt man in der Regel nicht ganz oben rein, wenn man Vertrauen schenken will. Und das sollte für einen Gewinnspielanbieter, der kostenloses Lotto vertreibt, doch irgendwie erstmal das Wichtigste sein. Stellt euch vor, ihr schließt online einen Vertrag ab, der einfach vom Vertragspartner geändert werden kann, ohne euch Bescheid zu geben. Normal ist der Absatz Changes to Statement. Natürlich können solche Bestimmungen geändert werden, aber wenn es große Änderungen sind, die die dargestellten Nutzen der bereitgestellten Daten beeinflussen, werden die User kontaktiert. Das sind meistens die nervigen Checks, Boxen, die man nach jedem iOS-Update einfach wegklickt. Aber man wird halt kontaktiert und muss nicht jeden Tag selbst schauen, ob man mit jedem Service von jeder App noch cool ist. Dieser Absatz steht in dieser Form auch bei fast jedem App-Anbieter genau so in der Datenschutzerklärung. Witzigerweise steht er auch genau so zusätzlich bei Bravo Lotto, nur eben nach dem ganzen Bullshit oben.
Zweitens, auf der französischen Version der Datenschutzerklärung, die in dem Fall hier angeblich die offizielle sein soll, steht, dass man nach den europäischen Gesetzen handelt. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Wenn ihr dachtet, die Bravo-Lotto-Werbung sei cringe, dann bereitet euch auf den absoluten DSGVO-Cringe vor. Dafür update ich eben eure eingestoppten Hirnreale, die alles rund um europäische Gesetze abgespeichert haben. Keine Sorge, das wird keine Antwort bei einem Allgemeinwissenstest und ihr könnt das quasi nach einem Video vergessen. Die Grundsätze in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten werden in Artikel 5 des europäischen DSGVOs definiert. Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbare Weise verarbeitet werden. Wenn du also personenbezogene Daten von mir sammelst, dann musst du mir für dumme erklären, warum du diese Daten brauchst, wie du sie sammelst und verarbeitest. Personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein. Wenn ich mich bei dir anmelde, darfst du mich also nicht dazu zwingen, personenbezogene Daten, die irrelevant für unsere beide Zwecke sind, zu sammeln. Bei einem Newsletter einer Bücherei dürfte beispielsweise mein Geschlecht irrelevant sein und wenn Daten erhoben werden, muss ich wissen, wie und wofür. Dadurch sollen so wenig wie möglich Daten gesammelt und ausgewertet werden. Und jetzt schauen wir uns nochmal die englische Version der Datenschutzerklärung von Bravo-Lotto an, denn das ist die einzige, die ich verstehe. We collect information you provide directly to us, such as when you create or modify your account, request, contact customer support or otherwise communicate with us. Es werden also Daten gesammelt, die ich auch direkt mit dem Anbieter teile. Das ist ein Standardtext. This information may include name, email, phone number, postal address, profile picture, payment method and other information you choose to provide. Diese Informationen können, das muss wirklich episch betont werden, können Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Profilbild, Bezahlmethode beinhalten und andere Informationen, die ich angebe. Was mit den Daten gemacht wird, steht da aber gar nicht. Wir erinnern uns, personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise nach dem Grundsatz von Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden. Aber ich kann das gerade gar nicht nachvollziehen, wobei jetzt hier meine Daten gesammelt werden. Und wenn sich der eine oder andere jetzt am Kopf kratzt und fragt, warum das jetzt so ein Problem ist, hier mal ein Beispiel von einem anderen Anbieter. Hier wird auf eine mehr oder weniger nachvollziehbare Weise erklärt, wie und wobei die Daten gesammelt werden. Und vor allem, wie sie verwendet werden. Der Absatz Use of Information fehlt aber bei Bravo-Lotto komplett. Wir haben einfach vergessen, den zu kopieren. Dafür sagen sie uns wenigstens, was sie mit Cookies machen. Toll, danke. Die englische Datenschutzerklärung von Bravo-Lotto umfasst knapp 1100 Wörter. Nur mal zum Vergleich, die von Clash Royale 1600. Und das ist kein Gewinnspielanbieter und dürfte deutlich leichteren Gesetzen unterliegen. Zusätzlich gibt es diese Infos normalerweise bei allen Anbietern auch noch in anderen Sprachen, auch auf Deutsch. Auch wenn in der französischen Version der Datenschutzerklärung von Bravo-Lotto deutlich mehr steht als in der englischen, greift hier allerspätestens unser lieber Absatz, dass mir das als User auf eine nachvollziehbare Weise erklärt werden muss. Die App wird auf Deutsch angeboten und ich kann kein Französisch. Die Datenschutzerklärung muss mehrsprachig sein, wenn es die Website bzw. der Inhalt zum Beispiel in einer deutsch- und englischsprachigen Variante gibt. Boom! Das Vorschulenglisch ist also das rechtliche Rückgrat von Bravo-Lotto, solange der jeweilige Nutzer überhaupt Englisch spricht. Eine deutsche Version habe ich bis jetzt nicht gefunden und ich bezweifle, dass es überhaupt eine gibt. Und wenn es wirklich keine gibt, ist das übrigens nicht legal. Ich verstehe, dass es kleinen Firmen oft nicht möglich ist, allen DSGVO-Standards entsprechend zu handeln, aber Market Luck gibt es schon eine ganze Weile. 2014 wurde die Firma in Frankreich mit einem Startkapital von 150.000 Euro gegründet. Die Belegschaft bestand Stand April 2018 aus ganzen 3 Personen? Das ist wenig. Der Umsatz betrug 2017 2,5 Millionen Euro! Das ist viel. Dieses Jahr gab es noch eine Sitzverlegung außerhalb der Gerichtsbarkeit des Handelsgerichts, was auch immer das bedeutet. Aber vermutlich nichts Gutes. So oder so hat es vermutlich 3 Minuten lang gedauert, sich einen Text von einem anderen zu kopieren und anzupassen. Denn die App wird ja auch in andere Sprachen übersetzt. Wieso nicht auch rechtlich notwendige Dinge? Vielleicht, weil die Übersetzung scheiße ist. Unter Aufsicht eines Gerichtsvollziehers. Der pfändet dir nämlich direkt den Stuhl unterm Arsch weg, wenn du nicht richtig mitspielst. Mhm. In der App-Beschreibung steht dann korrekt, dass das Spiel unter notarieller Aufsicht passiert. Aber ab diesem Zeitpunkt würde ich auch glauben, wenn dieser Notar einer der 3 Angestellten und eigentlich ein Hund ist. Oder eine Topfpflanze. Dafür ist es Market Luck extrem wichtig, die Privatsphäre von Kindern zu schützen. Children's privacy. Protecting the privacy of young children is extremely important. Die Privatsphäre von Kindern zu schützen ist extrem wichtig. Super! Market Luck sammelt also wissentlich keine Daten von Kindern unter 13 Jahren oder lässt sie sich als Spieler registrieren. Halt dein Maul! Die Kacke wird im Play Store als USK 0 angeboten. Da ist ein offizielles USK 0 Logo. Ich habe in der Kartei der USK dann nach Bravo-Lotto gesucht und nichts gefunden. Das ist seltsam! Habe ich darauf eine Beschwerde an die USK gesendet? Vielleicht. Außerdem konnte ich meinen Account bei Bravo-Lotto mit dem Geburtsdatum 1.1.2019 als Spieler registrieren. Ich bin also noch keine 13 Jahre alt. Oder 13 Tage, ihr dummen Schweine! Should we learn that we have collected personal information from a child under age 13 without verification of a parental consent, we will delete that information as fast as we can. Sollte Bravo-Lotto also erfahren, dass sie Daten über Kinder unter 13 sammelt, dann werden die so schnell wie möglich gelöscht. Super. Dann sag mal einem deiner 3 Angestellten, er soll Tests aus der Arschstraße aus eurer Datenbank löschen.
löschen. Market Luck weiß, glaube ich, ganz genau, dass ein Großteil ihrer Nutzer nicht volljährig ist. Dieser Absatz könnte dann nur stehen, um irgendwie eine rechtliche Grundlage zu haben. Aber guess what? Glücksspiel ist in Deutschland erst ab 18. Man könnte allerdings argumentieren, dass es sich hierbei wegen der kostenlosen Teilnahme um ein Gewinnspiel handelt, aber dann gilt, dass man bei eben solchen keine aleatorischen Anreize ausnutzen darf. Man darf also meine Spielnutz nicht so ausnutzen, dass ich nicht mehr rational über die Teilnahme des Gewinnspiels nachdenke. Mir werden hier mit einer kostenlosen Teilnahme die größten Gewinne versprochen. Und je mehr Lottoscheine ich ausfülle, desto höher meine Chancen und so weiter. Es gibt keinen fucking Weg, wie Bravo-Lotto mit einem USK-0-Rating angeboten werden kann. Nicht für sich selbst und nicht mit den Werbungen, die dort gezeigt werden und über die sich die App finanziert. Da laufen nämlich Werbung für Slot-Apps, die so oder so nicht für Kinder zugänglich sein dürften. Dass da Werbung läuft, ist ja verständlich. Irgendwie muss sich das Ding ja finanzieren. Allerdings fände ich es nicht so cool, wenn man Sechsjähriger sich die App trotz Jugendschutzsperre runterladen könnte und Werbung für Glücksspiel sieht. Im App Store für iOS-Geräte wird Bravo-Lotto ab 17 Jahren angeboten, wie auch immer die auf das Alter kommen. Zu seiner Zeit wurde das Slot-Spiel aus Pokémon für die europäischen Versionen rausgepatcht, weil hier das Gambling für Minderjährige illegal ist. Genau deswegen sind die Lootboxen in Kritik geraten, weil es einfach Glücksspiel ist. Und wenn meine Währung in dem Fall Aufmerksamkeit für andere zwielichtige Werbung ist. Ich weiß nicht, wie und womit Bravo-Lotto so viele gute Rezensionen erhalten hat. Ich kann nur spekulieren, dass hier mit der Sucht von etlichen Menschen gespielt wird und davon eine Menge vermutlich nicht viel älter sind als 13. Und wieso läuft diese Werbung auf YouTube Deutschland? Get the fuck out!